Hallöchen, Leute, und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Resident Evil 4. Ja. In dem letzten Part hatten wir uns, ja, hier begeben zu diesem seltsamen Ort. Ich weiß auch nicht, wo das wirklich so ist. In irgendeinem Haus oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir Ashley retten. Die hat sich, die befindet sich irgendwo hier im Keller oder was das auch immer ist. Und wir müssen sie jetzt retten und das machen wir mal. Was soll denn der, ne? Was soll denn der Scheiß, ne? Und wieder ins Markt. Naja. Was zum... Was? Ich glaube, langsam reicht's aber. Aber solange die Tür nicht aufgeht, ist es nicht gut. Kann ich jetzt? Ah, verdammt. You guys suck. Kann ich bis dahin irgendeine Granate werfen? Ich glaube, es wäre schon weit an sich. Es wäre nicht zu weit, ne? Es war auch nicht zu weit. Es hat genau gepasst. Ich nehme mal wieder das hier und... Okay, das war's. Voll gechillt, Mann. Hier gibt es auch was. Was? Alter, bist... Geh mal eine Runde sterben. Danke sehr. Ganz freundlich von dir. Sehr gut. Okay. Können wir noch hier was bekommen und so? Das wäre gar nicht so schlecht. Ne, anscheinend nicht. Okay, dann machen wir hier weiter. Hier geht es weiter, Mann. Oh, ja, die Mucke ändert sich. Das ist ja ein Traum an sich. Erfolgreich geöffnet. Okay, das ist die Tür, in der wir, also von der wir nicht gekommen sind, sondern von der, von der man kommen kann. Ach, egal, ihr wisst schon. Also ich glaube, im letzten Part oder so war da eine Tür, die verschlossen war und da stand, kann man nur von der anderen Seite öffnen. Und das ist genau diese Tür. Ich habe hier kurz mal gespeichert. Nur zur Info, das ist schon der dritte Part, den ich hintereinander aufnehme. So viel hatte ich noch nie gemacht, ne? Denn auf diesem neuen Laptop hier nehme ich nicht gerade gerne viel auf. Denn diese Aufnahmen sind extrem groß, die ich hier aufnehme. Also wirklich, Fraps nimmt locker 40 GB für einen Part. 40 GB, wisst ihr, was das ist? Das ist Vergewaltigung. Und für diesen kleinen Laptop hier ist das schon etwas viel. Zu viel sogar. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt so sich auswirken wird. Ich werde mir danach gucken, wie groß die Dateien dann werden. Also Dateien. Die von Pokémon auf jeden Fall werden meistens so, keine Ahnung, an die 50 GB. Aber ich glaube, das ist etwas extrem. Ich glaube, bei Resident Evil sollte es so bis zu 20 sein, glaube ich mal. Was ist denn das jetzt? Ist das ein Tiefkühlraum oder so? Es ist eine Art Laborgerät. Wofür das wohl verwendet wird? Ach nee, bitte nicht. Der wird jetzt bestimmt aufstehen, ne? Na klar, sie ist verschlossen. Na ja, klar. Ey, das... Ey, komm. Ihr habt doch auch genug Filme gesehen, um zu wissen, dass der hier rauskommen wird, ne? Ey, das ist eins der Rätsel, die ich noch nie verstanden habe. Ganz im Ernst. So, an sich... Ich habe gar keinen Plan, wie das hier funktioniert. Aber ich schaffe es jedes Mal. Naja. Was ist das? Was ist denn das? Notiz. Notiz 3. Die scheußlichen Kreaturen wie der El Gigante und die Novi Staros sind nur Nebenprodukte der grausamen und unmenschlichen Experimente, die an Wesen vorgenommen wurden, die vorher Menschen waren. Aber eine Art unterscheidet sich deutlich von den anderen. Die sind die Regeneradores, whatever. Sie haben einen überlegenen Metabolismus. Dank dem verlorenen Körperteile blitzschnell regenerieren können. Klingt sehr dumm. So etwas habe ich noch nie gesehen. Durch diese Eigenart
Eigenart sind sie mit gewöhnlichen Waffen fast unbesiegbar. Aber jedes Lebewesen kann getötet werden. Anscheinend leben Plagas in ihren Körpern. Ähnlich wie Egel. Man kann sie mit bloßen Augen nicht sehen. Sie lassen sich nur mit Hilfe von Thermografie finden. Um den Regenerierungsprozess zu unterbinden, müssen die Plagas gefunden und zerstört werden. Soweit ich weiß, sind die meisten Regeneradores von mehreren dieser Plagas befallen. Um einen Regeneradore zu töten, müssen alle Plagas vernichtet werden. Boy, glaub mir, Leute, diese Teile zu töten ist fast unmöglich. Glaub mir das mal. Guck, was jetzt passieren wird. Ich glaube, ihr könnt mir da folgen, ne? Geh weg, geh sterben! Ne, ich lass den aus. Also ich glaube, ihr habt jetzt mitbekommen, dass man die schwer töten kann ohne diese Thermografie, ne? Wie es der Zufall möchte, gibt es hier noch einen. Ist das mal schön. Geh weg! Alter, bist du denn des Wahnsinns, Junge? Und ich glaube, hier gibt es noch einen. Nein, Gott sei Dank nicht. Schnell reingehen. Manfred. So. Also irgendwo hier befindet sich dieser Thermografie-Dings, Thermobums-Misch weg. Warte, aber ich möchte zuerst hier alles nehmen, denn das macht so viel Spaß. Was? Okay. Machen wir mal. Ach schön. Alter, ich... Ganz ehrlich, also diesen Dings hier erkenne ich so nicht wirklich wieder. Also das hier wusste ich, das hier. Aber das andere nicht mehr so richtig. So. Das war ja fast logisch, ne Leute? Habt ihr es euch auch schon konnten denken? Schnell hier weg. Zuerst mal das hier mit der Sniper verbinden. Nein. Dann die Sniper nehmen. Und dann auf den hier zielen. Und ihr seht schon diese kleinen Dinger. Ah, verdammt. Nachdem man die alle getroffen hat, explodiert der Gute. Glaub mir, ohne diesen Infrarot-Dings hier ist es fast unmöglich, den zu besiegen. Ich meine es tot ernst. Wo ist er jetzt? Oben, unten? Da ist er. Aber ich glaube, hier oben gibt es noch einen, ne? What the? Ah, da ist er. Fuck. Ich dachte, er wäre hinter mir, Leute. Ich habe jetzt so Angst bekommen. Glaub mir da mal. Boah, Leute. Das sind die ekligsten Viecher im ganzen Spiel. Boah, ich hasse die so übelst. Ja, so kann man sie natürlich auch töten, ne? Mit diesem Flammendings. Diesen Feuerlöscher. Also ich glaube, damit kann man nur einen einzigen Virus töten, der ja in ihnen ist. Also diesen einen Parasiten. Ja. So viel dazu. Eigentlich recht chillig, wenn man diesen Infrarot-Dings hat. Aber ansonsten ist das gar nicht so leicht. Ich glaube, der andere ist auch noch da. Der in dem anderen Raum. Nein, den will ich aber nicht töten, ganz ehrlich. Ich lasse den gerne, also ich verzichte gerne auf diese 5000 Münzen, also auf das Geld, das ich von dem bekomme. Und wir gehen einfach weiter. Ich weiß gar nicht mehr, ob der überhaupt da ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man die gelbe Karte hat, kann man hier durch, ne?
Und hier geht es dementsprechend weiter. Was ist denn das? Hä? Ist das mal ein seltsamer Gang? Krass, also glaub mir, an diesen Dings hier kann ich mich, diesen Gang hier, noch nie gesehen irgendwie. Sehr kurios. Naja, ich lasse mich hier mal überraschen. Obwohl ich mir schon denken kann, was es ist. Ja, ich wusste es. Okay, ist gut so, ne? Okay, hier kann man jetzt, das sind die Hebel für den Kran. Den Kran hier könnt ihr benutzen, um, diese Leute hier runterfallen zu lassen. Ja, dann habt ihr ein paar Sorgen weniger. Ich glaube, man hat 3 Versuche. Also man kann 3 Stück in den Tod reißen, wenn man es gut macht. Also man kann auch wirklich verfehlen, irgendwie, ne? Ist so eine Glückssache. Okay, nicht wirklich Glückssache. Wenn man präzise, wenn man es präzise macht, kann es einem schon gelingen, sie alle zu töten. Also fast alle. Einer muss überleben. Denn man hat nur 3 Versuche. Immer den Kran unter ihnen, also dass man den Schatten sieht. Ansonsten, glaube ich, klappt es nicht. Seht ihr? Der andere kommt jetzt auf mich zu. Komm, komm rein. Komm doch. Ich erwarte dich, Manfred. Sehr schön. Okay, der lässt mir auch nichts übrig, dieser Drecksack, ne? Gibt es hier... Ah, verdammt, in diesen Schränken gibt es auch nichts. Ist das mal dumm? Dann erwarte ich mir schon hier so voll die Items und so, aber bekomme da nichts. Was soll denn das? Was soll denn das, Mann? In den Dreckstunnen. Irgendwo sollte es hier was geben. Nein. Ja, schön. Soll ich mich jetzt reinwerfen oder was? Natürlich nicht. Ich bin ja nicht lebensmüde. Okay. Mhm. Hey, man kann den wirklich abschießen, geil. Ich möchte jetzt zuerst die Items nehmen, bevor ich hier weitere Gegner sehe, denn ich habe so im Gefühl, dass hier einige kommen werden. So, ich drück mal den Schalter. Ich glaube, man muss den wirklich drücken. Nein, nicht mal, okay. Doch nicht, dann machen wir uns weiter im nächsten Raum. Aha. Leon, die brüllt ja schon vor Angst. Ja. Boah. Titten. Halt mal die Luft an, Junge. Nicht mal gleich hier so rumspacken. Voll lustig und so. So, ich werde dem mal voll in den Kopf schießen. Aber ich weiß nicht mit was. Ich werde einfach das hier nehmen. So, kopflos. Komm her, du auch. Der sofort nach einem Schuss. Also das freut mich jetzt. Sie ist verschlossen. Ich brauche die Schlüsselkarte. Ja, auf einmal ist sie ganz ruhig, ne? Sobald sie uns gesehen hat, also sobald sie uns ja gesehen hatte, war sie auf einmal sehr erleichtert, ne? So. Naja, kein Kommentar zu dem. Verdammt, die haben nicht mehr viel Muni für die Striker, ne? Ich muss die mir jetzt aufbewahren. Ich werde hiermit weiterspielen müssen. So, wo war hier eine Tür? Hier, ne? So, ich brauche jetzt die Schlüsselkarte. Wie komme ich an die Schlüsselkarte? Ich möchte mein Mäuschen befreien. Was? Wo? What the fuck? What the fuck? Wow, hier geht's voll ab, Mann. Alter. Boah, Leute. Ich bin etwas hektisch drauf. Boah. Seid ihr krass drauf, Leute? Ihr seid voll krass drauf.
Und ich meine jetzt die Gegner jetzt nicht so an sich. Alter, das waren jetzt doch etwas zu viele. So. Reicht das jetzt, um euch alle zu töten? Ihr müsst es doch auch was geben, irgendwo. Ja, wenigstens hier, okay. Können wir runtergehen. Runtergehen, Mann! Okay, okay. Muni, was noch? Nix. Aufladen. Boah, ey, das waren jetzt etwas... Es war überraschend, Mann, ich wusste es wieder nicht. Also diesen Teil hier ist gut, dass ich den nicht kenne, denn es ist der eigentliche Raum. Hier geht es richtig ab. Hier kann man auch speichern, ist das mal süß. Kurz speichern, Manfred. Okay, ich glaube, mit der Zeit sind wir gar nicht so gut, ne? Also ich gucke es mir kurz mal an. Was geht ich da für ein Unsinn? Wir haben noch sehr viel Zeit. Okay, ich dachte mir, es wäre mehr, aber ich hatte so ein Gefühl, es sei eigentlich, ich habe keine Ahnung. Ich rede wieder scheiße. Okay. Gucken wir uns. Nee. Mhm. Warte, kann man auf der anderen Seite? Nee, oder? Nee, noch nicht. Okay, gechillt. Boah, der sieht noch viel grässlicher aus als die anderen. Hier sollte man schnell hier rüberlaufen. Schnell, Manfred. Okay, den sollte man natürlich jetzt abschießen, ne? Versteht sich. Ich glaube, der letzte sollte reichen. Ich hoffe es ganz stark. Okay, ich glaube, es reicht nicht. Daneben nicht. Das reicht. Nein? Verdammt, er hat noch einen auf seinen Rücken, ne? Sehr nett von dem. Er wollte uns kurz drücken, ne? Ist ein ganz netter. Also an sich mag ich den so. Als Freund und als Kumpane, ne? Alter, aber ist das dumm? Wie soll ich den auf seinen Rücken bekommen? Ist ja nicht so, als ob das gehen würde. Doch, es geht. Mit dem Flammendings. Glaube ich. Ja, ich glaube, damit geht's. Probieren wir es diesmal anständig. Ich habe so Angst vor dem Teil, Mann. Das sieht schon so eklig aus, ich schwör's euch. Okay, das reicht. Sehr gut. Ich hatte schon mit Angst zu tun. Also das ist ganz fies. Er hat noch einen auf seinen Rücken, ne? Den kann man leider nicht so leicht bekommen, also nur wirklich, wenn man halt normal mit einfach ganz banal auf den Ball hat, ne, dann geht das schon. Und hier kann man jetzt einfach mal rüberspringen, ganz sachte. Und hier gibt es noch einige Items abzustauben, ansonsten gibt es hier aber auch nichts. Wir haben jetzt die Karte auch erlangt, das heißt, ja, können wir uns eigentlich auch weitermachen, aber wie schon gesagt, hier gibt es noch einiges. Und Munition und Kräuter und alles Mögliche kann ich in diesem Augenblick, in diesem Lauf des Spiels, sag ich mal so, sehr gut gebrauchen. Was? Ach schön, kann ich das essen? Ist das essbar oder werde ich vergiftet, ne? Also ich kann es ja mal riskieren, ist ja nicht so, ne? Ja, an sich. Das hier führt da hin, okay, wo führt das denn hin? Ach ja, hier gibt es so einen seltsamen Weg, stimmt. Welcome.
gucken wir uns an, was der gute Mann hat. I don't know. Hier mal eine Taschenuhr. 30 Mark, ja? Und das reicht, glaube ich, auch, ne? Blendgranate kann ich vielleicht später gebrauchen. Ne, das hier will ich auch nicht. Was kann ich noch verstärken? Was denkt ihr, Leute? Was denkt ihr? Die Striker kann ich leider noch nicht. Das hier sehe ich, also ich sehe keinen Grund mehr, die das Sturmgewehr hier zu verstärken, irgendwie. Das hier sehe ich auch keinen Grund, also die Munition. Ich werde mir sie aufbewahren für die Striker später, also falls wir jetzt noch Geld erlangen sollten, so 6000 irgendwie, werde ich das auf jeden Fall dafür investieren, die Stärke zu erhöhen. Denn auch die Striker hat noch den Special Dings, also exklusiv, falls man die Waffe komplett getuned hat, kann man sie später dann nochmal tunen. Also mit dem Exklusiv, genau wie bei der Blacktail, ne? Versteht sich. Und wir haben jetzt schon mehr Muni, ne? An sich eine schöne Sache. So. Ja, wir haben wieder sehr viele Items. Freut mich. Also, ich kann nicht klagen, wenn ich viel habe. Also, ganz ehrlich. Gefällt mir. Also, dieser Teil hier des Spiels ist etwas skurril. Also, ich denke, dass hier, sie wollten hier etwas Krasses machen, aber sind irgendwie nicht dazu gekommen. Denn dieser Dings hier, ihr seht, hier gibt es wirklich jetzt Fabriken und ich weiß auch nicht was. Aber man kann hier nicht wirklich viel machen, ne? Man kommt nämlich hier rein. Hier geschieht dann auch was. This is Leon. Request backup. I repeat, request backup. Also diese Szene ist wirklich komplett optional. Also das muss man gar nicht gemacht haben, um weiterzukommen, ne? Also ich weiß gar nicht, wozu das jetzt gut war. Also ich denke wirklich, dass sie irgendetwas Krasses hier einbauen wollten, etwas mit der Story so. Aber irgendwie sind sie da nicht dazu gekommen, denn das sieht einfach episch aus. Ich weiß auch nicht. Also es sieht mir einfach zu geil aus, um dass sie einfach hier dieses Mini-Gespräch hier einfügen wollten. Ne, ganz ehrlich, also ich weiß es nicht. Denn ich hatte diesen Raum hier des Öfteren im Spiel übersehen. Also ganz ehrlich, das überseht man sehr schnell, denn diese eine Tür, die muss man gar nicht benutzen, um weiterzumachen halt. Und ja, ich denke mal, dass sie da noch mehr kreieren wollten, aber irgendwie nicht dazu gekommen sind, wegen vielleicht Zeitmangel oder sonstiges, ich weiß es auch nicht. Aber ja, trotzdem eine nette Sache an sich. Und wir können jetzt zurückgehen, Ashley befreien. Wir haben den Schlüssel erlangt. Ich hoffe nur, dass keine Gegner auf uns zukommen jetzt. Oh, es werden kommen. Oh, Mann. Wovon träume ich nachts? Wovon träume ich nachts? Mann, ich... Ah, du suck! So, an sich seid ihr ja alle cool, ne? Ist einer hinter mir? Kann das sein? Wenn ja, dann ist das nicht cool. Wo kommen diese Leute her? Halt mal den Kopf zurück. Ich hab dir nichts gemacht, du Sau. Jetzt wäre schon zu viel verlangt, dass hier keine Gegner kommen, ne? Also ich meine, auch viel zurück muss man sich hier durchfighten. Damit es nicht langweilig wird, was auch irgendwie Sinn macht, ne? Aber ich hätte mir gewünscht, dass hier nichts mehr kommen würde. Nix, Leute. Sind wir schon... Hä? Wo sind wir? Warte. Hier, ne? Ah, hier ist es. Stimmt. Wo bist denn du? Leon. You okay? You got nice tits. Let's get out of here. Okay, ja. Jetzt haben wir Ashley wieder zurückerlangt. Und damit hätten wir auch diesen Kapitel hier erfolgreich abgeschlossen. Und im nächsten Kapitel, Leute, werden wir uns dann auch gleich weitermachen und gucken, was uns sonst noch so erwartet hier in diesem
wunderschönen Gefängnis auf der Gefängnisinsel oder wie man sie auch nennen mag. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch dieser Part gefallen hat, würde ich mich über Daumen hoch und Kommentare freuen. Ihr wisst schon. Und ich sage Tschüss, Leute. Euer Bladius.